WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 7. November 1903. Der Geburtstag des österreichischen Verhaltensforschers Konrad Lorenz. Um die praktischen Dinge des Alltags kümmerte sich häufig Margarete Lorenz. Sie war Ärztin, verdiente lange das Geld des Paares und ermöglichte ihrem Mann so dessen Forschung. Und sie schmiss eben auch den Alltag. Als im Oktober 1973 das Telefon klingelt, nimmt also Margarete ab. Ein schwedischer Journalist ist dran. Er will Konrad Lorenz sprechen für ein Interview. Der wiederum liegt aber mit einer hartnäckigen Grippe im Bett. Deswegen weist Margarete die Anfrage wohl recht strikt ab. Irgendjemand musste den großen Forscher schließlich auch mal vor sich selbst schützen. Denn der arbeitete sich sonst um Kopf und Kragen. Fast jeden Tag, gerne von 7 bis 22 Uhr. Interviews geben, Manuskripte schreiben und so weiter. Doch am liebsten beobachtete Lorenz, wo immer er konnte. Und wenn Sie heute in ein Schwimmbad gehen, da sehen Sie über 40 Jahre kaum einen Mann, der nicht starke, ich selbst auch, starke Anzeichen von Verhausschweinung rein körperlicher Natur an sich trägt. Von Bau und Erscheinung zog Lorenz gerne Schlüsse auf die Kultur. Bei Menschen haben wir scherzweise von der Verhausschweinung des Kulturmenschen gesprochen. Je älter der Mensch wird, desto dicker und dümmer wird er. Was hier noch humorvoll klingt, hat Lorenz am Ende seines Lebens tatsächlich umgetrieben. Er hatte Angst, dass die Menschen nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Es sieht nämlich immer so aus, ob es um einen Eisvogel oder um einen weißen Storch ginge. Und es wird versäumt, den Menschen genügend klarzumachen, dass es um sie selbst geht. Kurz vor diesem Anruf im Oktober 73 ist Konrad Lorenz in das Who is Who in America aufgenommen worden. Das ist eine Art Verzeichnis aller wichtigen Leute. Lorenz sollte für seinen Eintrag in einem Satz zusammenfassen, was das Ziel seines Lebens war. Und er schreibt sinngemäß, dass er immer zeigen wollte, dass auch Menschen Instinkte haben und nicht das ganze menschliche Verhalten allein auf Lernen beruht. Auf diese These kam Lorenz, weil er ein Leben lang vor allem Tiere beobachtet hat. Es steckt alles Tier im Menschen, aber es steckt nicht aller Mensch im Tiere. Und ein bisschen ist an all dem auch Selma Lagerlöf schuld. Die schwedische Schriftstellerin veröffentlicht zu Anfang des 20. Jahrhunderts ein Kinderbuch. In der deutschen Übersetzung heißt es »Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen«. Dieses Buch wird dem kleinen Konrad Zacharias vorgelesen, der am 7. November 1903 zur Welt gekommen war. Ich bin in Wien geboren, und zwar aus Überzeugung, erinnere mich aber nicht daran. Das heißt, als er 1903 in diesen sehr reichen Haushalt, in diese sehr reiche Familie reingeboren wurde, war natürlich noch nicht klar, dass Konrad Lorenz mal zu einem der bekanntesten Österreicher werden sollte. Der Wissenschaftsjournalist Klaus Taschwer hat eine Biografie über Lorenz geschrieben, der in Altenberg in der Nähe von Wien in einer Villa mit großem Grundstück aufwächst. Dort war er das umhegte, geliebte Baby, Kind und ihm ist praktisch jeder Wunsch erfüllt worden. Ich war ein furchtbar verwöhntes Kind und habe was Gescheites damit gemacht. Ich habe also das Geld, das meine Eltern mir da nicht vorenthalten haben, dazu verwendet, hier einen kleinen Privatzoo zu haben. Und mit 18 Jahren war ich also ein wirklich sehr guter Tierhälter und Zoofachmann. Zum ersten Mal trifft Konrad schon als Kind auf Wildgänse. Er geht gerade mit der Mutter an der Donau spazieren, als er ein komisches Geschrei über sich hört. Er blickt nach oben und da sieht er sie, wie sie in der typischen Keilformation über ihn hinwegziehen. Konrad will sofort auch Wildgänse besitzen, aber dieser Wunsch wird ihm nicht erfüllt. Aber seine Begeisterung für die Tierwelt ist geweckt und er beginnt damit, eine Mischung aus Privatzoo und Forschungsstation aufzubauen. Nach und nach gibt es Wellensittiche, Kanarienvögel, Zebrafinken, Dohlen, aber auch Eichhörnchen, Dachse, zahlreiche Aquarien und so weiter. Und Lorenz beobachtet, wie die Tiere scheinbar Handlungen vollziehen, um Spannungen abzubauen. Oder ein Verhalten an den Tag legen, das überhaupt keinen Sinn ergibt. Da Lorenz ein begeisterter Motorradfahrer ist, benutzt er dafür entsprechende Begriffe. Übersprungs- und Leerlaufhandlung. Das führte quasi automatisch dazu, dass dieser Mann dann später Zoologe wurde. Dabei wollte Konrads Vater Adolf das überhaupt nicht. Der ist ein weltbekannter Orthopäde, auch wenn das damals noch nicht so heißt. Adolf Lorenz geht unter anderem im Weißen Haus ein und aus. Er will, dass auch Konrad Mediziner wird, wie dessen älterer Bruder. Als Konrad nach der Matura 1922 Zoologie und Paläontologie studieren will, geht sein Vater dazwischen. Und Konrad schreibt sich schließlich für Medizin ein. An der Columbia University in New York. Und irgendwo muss Konrad offenbar mit seiner Wut hin.
wie er sich später erinnert. Es gibt keine bessere Aggressionsentladung, als selber zu boxen. Ich habe in meiner Jugend viel geboxt. Und da lernen sie, da wird ihnen so gut eingebläut, und diesmal passt das Wort einbläuen so schön, dass man nicht zornig werden darf. Denn wenn sie beim Boxen zornig werden, haben sie sofort eine weitere drin. Seinem Vater gibt Konrad schon kurz darauf eine mit. Er lässt sich das Einschreibungsgeld der Uni zurückzahlen. Außerdem hat er von seinem Taschengeld einiges gespart. So kauft er sich eine Fahrkarte und macht sich per Schiff auf den Heimweg. Vielleicht will er seinen Vater nicht noch mehr verärgern. Auf jeden Fall studiert Konrad weiter Medizin, auch wenn ihn das nicht so wahnsinnig interessiert. 1928 promoviert er. Kurz davor hat er Margarete geheiratet. Und nun endlich kann er sein zweites, sein Lieblingsstudium beginnen: Zoologie. Und parallel dazu baut er seinen kleinen Wildzoo weiter aus. Schließlich auch mit den Tieren, mit denen er so berühmt wird. Dabei sind die Gänse eher eine Notwahl. Der Familie geht es materiell nicht mehr ganz so überragend. Dafür sorgt auch der Börsencrash 1929. Außerdem verdient Konrad selbst kaum etwas. Nur seine Frau Margarete sorgt als Ärztin für ein Einkommen, das für Alltag und Tiere reichen muss. Als auch sie noch ihren Job verliert, wird es eng. Deshalb geht er ab Mitte der 30er Jahre einen ganz anderen Weg. Es sind die Jahre, in denen er seine wesentlichen Beobachtungen macht. Wenn Sie eine junge Gans in Obhut des Menschen aus dem Ei schlüpfen lassen, so dass der Mensch das erste Lebewesen ist, das ihm begegnet, dann fixiert die junge Gans in nicht mehr rückgängig zu machender Weise ihre kindliche Anhänglichkeit an den Menschen, den sie als erstes begegnet. Genau das passiert Lorenz. Als er ein geschlüpftes Gänschen in die Hand nimmt, wendet sich das Tier ihm zu. Als er versucht, es einer Mama Gans unterzuschieben, ist es bereits zu spät. Das Kleine geht davon aus, dass der bärtige Mann nun seine Mutter ist. Prägung eben. Lorenz beobachtet so intensiv wie wohl keiner vor ihm und entwickelt aus den Beobachtungen eine größere Idee. Er bezieht Darwins Evolutionstheorie auf die angeborenen Instinkte von Tieren und sagt, vergleicht man das Verhalten von Tieren, so kann man auf ihre Abstammung und Verwandtschaft schließen. Lorenz begründet das, was erst Tierpsychologie und dann vergleichende Verhaltensforschung heißen wird. Es gibt da nur ein weiteres Problem. Seine Forschung ist in seiner Heimat nicht viel wert. Vielleicht muss man sich noch einmal vor Augen führen, in welcher Situation Konrad Lorenz war. Sein Vater hatte ihn gebremst. Das Geld war knapp. Erst 1933 konnte er in seinem Lieblingsfach Zoologie promovieren. Und erst 4 Jahre danach erhielt er die Lehrbefugnis für sein Fach. Da war er Mitte 30. Und dann ist da auch noch das politische Umfeld in Österreich. Das war ein katholisch-klerikales, autoritäres System, wo die Biologie ungefähr die letzte der Wissenschaften war. Und Lorenz sah natürlich, was 1933 in Deutschland passierte und sah natürlich auch, dass dort die Biologie gefördert wurde. Und dann tut Konrad Lorenz etwas, was er aus seiner Biografie nicht mehr getilgt bekommt. Er heult mit den Wölfen. Und zwar laut und deutlich, erzählt Biograf Klaus Taschwer. Ein Kollege von mir fand das Parteiantrittsansuchen von Lorenz. Etwas, was er Zeit seines Lebens immer geleugnet hat, bei der NSDAP gewesen zu sein. Lorenz nähert sich auch ideologisch an. Er bezieht seine Erkenntnisse über Tiere auch auf Menschen und benutzt die Sprache der Nationalsozialisten. Der Einzelne ist nichts, die Gemeinschaft ist alles. Er ging so weit, dass er einschlägige Texte verfasst hat, die sich doch im Hinblick auf die Akzeptanz des Nationalsozialismus sehr weit rauslehnten, um es etwas salopp zu formulieren. Lorenz hatte unter anderem bei Wildgänsen über Störungen des Instinktverhaltens durch Domestikation geforscht. Er hatte also beobachtet, wie sich das Verhalten der Tiere verändert, wenn man sie zu Haustieren macht. Sie würden sich dann nicht mehr arteigen verhalten. Eine Steilvorlage für die Rassenkunde der Nazis. Das alles hört sich verdächtig nach Auslese und rassischem Verfall an. Alles, was sachlich in dieser Arbeit steht, glaube ich auch heute noch. Dass ich versucht habe, das zu jenen Leuten zu sagen und noch dazu in deren Sprache, bedauere ich zutiefst. Das war's. Mehr war von Lorenz später nicht zu hören. 1940 bekommt er seine lang angestrebte Professur. Es ist nicht irgendein Lehrstuhl, sondern der von Immanuel Kant in Königsberg. Lorenz ist ein Teil des Systems geworden. Er wird gebraucht und 1941 eingezogen. Ein Jahr später kommt er nach Posen als Heerespsychiater. Dort ist er an angeblich medizinischen Untersuchungen beteiligt. Das sind mehr als 800 Posener deutsch-polnische Mischlinge und Polen befragt worden. Völkerpsychologisch, wie das damals hieß. Und Lorenz hat da als
nicht Untersuchungsleiter, aber als Befragender mitgemacht. Und da war und ist bis heute nicht klar, zum Beispiel, was mit diesen 800 Personen nach dieser Untersuchung passierte. Lorenz scheint aus dieser Zeit auf jeden Fall Wissen mitzunehmen, das er in späteren Interviews zur Schau stellt. Wenn Sie mal in einem Lager waren, das ist also in KZs genauso gewesen wie in russischen Gefangenenlagern, da ist in der Rangordnung, in der Ranghierarchie, die sich unter den Gefangenen ausbildet, ist unter solchen Belastungsbedingungen fast immer ein Krimineller der Kapo. Der Kapo ist der Kopf oder Anführer. Und was Lorenz dort gemacht hat, weiß man bis heute auch nicht. Lorenz schweigt mehr oder weniger, was seiner Karriere später nicht schadet. Richtig, aber das hing schon auch damit zusammen, dass man einfach nicht genau wusste, was Lorenz zwischen 38 und 45 getan hat. Als er 1948 aus Kriegsgefangenschaft zurückkehrt, will das auch keiner mehr so genau wissen. Lorenz kann neu starten. Um Geld zu verdienen, nutzt er seine Fähigkeit, unterhaltsam zu erklären. Lorenz schreibt mehrere Bücher. Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen und so kam der Mensch auf den Hund. Und schließlich bekommt er eine neue herausragende Position. Er wird Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie in Seewiesen in Oberbayern. Lorenz beobachtet weiter Tiere, schreibt aber immer mehr über den Menschen. Seine Erkenntnisse sind dabei nicht immer hochwissenschaftlich. Sie werden die Erfahrung machen, dass also der rote Sportwagen, der möglichst auffallende rote Sportwagen, geht fast immer Hand in Hand mit unhöflichem, aggressivem Fahren. Lorenz setzt sich mit dem sogenannten Bösen auseinander, mit Aggressionen und eben Imponiergehabe. Und irgendwie kriegt er es auch hier hin, seine eigenen Verfehlungen recht positiv darzustellen. Also da muss ich ein Schuldbekenntnis anfügen, das gleichzeitig sagen soll, dass die Aggression, das Imponieren an sich nichts Schlechtes ist. Auf alten Motorrädern, da konnte man imponieren, indem man Gas gegeben hat und gleichzeitig Spätzündung gab. Dann knallte es furchtbar, ohne schneller zu fahren. So dass man auch in der Stadt und also wenn gerade ein schönes Mädchen vorüberging, auf sich aufmerksam machen konnte, ohne durch Schnellfahren in Gefahr zu geraten. Imponiergehabe war Lorenz also nicht fremd. Er gilt nach und nach als weise Instanz. Er korrespondiert mit den großen Denkern seiner Zeit. Mit Tropenarzt Albert Schweitzer oder mit den Philosophen Noam Chomsky und Karl Popper. Er war wirklich einfach ein Superstar, der weltweit rezipiert worden ist. Und so verwundert es seine Frau Margarete wohl auch nicht, als im Oktober 1973 das Telefon klingelt und ein schwedischer Journalist um ein Interview mit dem großen Konrad Lorenz bittet. Da Lorenz krank im Bett liegt, will Margarete den Journalisten abwimmeln. Doch der ist hartnäckig und weist darauf hin, dass ein Anruf aus Stockholm Anfang Oktober doch vielleicht eine gewisse Wichtigkeit haben könnte. Und so geht der Nobelpreis für Physiologie und Medizin 1973 an den Bienenforscher Karl von Frisch, Lorenz besten Freund Nicolas Tinbergen und eben Konrad Lorenz selbst. Für ihre Entdeckungen zur Organisation und Auslösung von individuellen und sozialen Verhaltensmustern. Lorenz mit seinem langen weißen Bart wird spätestens jetzt zum grünen Guru Österreichs. Lorenz ist einerseits aktiv, andererseits traut er dem Menschen nicht mehr allzu viel zu. Eine normale Hausfrau würde die Welt besser führen, als sie heutzutage geführt ist. Als Margarete Lorenz stirbt, ist Konrad zunehmend einsam in der Villa in Altenberg. Im Februar 1989 stirbt auch er. Vorher hat er noch eine Autobiografie begonnen, die allerdings nicht fertig wird. Einen Wunsch für die Zukunft äußert er aber immer wieder. Man erzieht die Leute dazu, dass sie für etwas Wirkliches, für die ganze Menschheit, für die Erhaltung der schönen Natur und für sowas sich begeistern und nicht für Umbringen begeistern. Wozu das führen kann, hatte er selbst erlebt. Und vielleicht ist das auch eine ganz persönliche Lehre aus seiner NS-Zeit. Darwins Evolutionstheorie sagt, es überleben diejenigen Arten, die am besten an die Umwelt angepasst sind. Möglicherweise war Konrad Lorenz da ein sehr beispielhafter Vertreter seiner Art. Im Zeitzeichen erinnerte Sven Preger an Konrad Lorenz, der am 7. November 1903 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über Kurt Eisner und die Münchner Republik. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.